Du bist hier genau richtig. Wenn du bis eben nicht das Leben lebst, das zu dir passt und deiner Seelenaufgabe, wenn du spürst, da muss es auch noch mehr in meinem Leben geben und du wissen willst, warum du ja wirklich hier bist, was deiner Lebensaufgabe entspricht und ja, wenn du bis eben schon viel Neues ausprobiert hast, Persönlichkeitscoachings, Familienaufstellungen gemacht hast, doch nichts fühlt sich danach so richtig anders und besser an. Und wenn du auch spürst, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo mal Schluss damit ist, nochmal nach Glaubenssätzen zu suchen, nochmal zu gucken, was im Ahnensystem nicht stimmt. Was haben wir noch so? Nochmal Glaubenssätze umzuwandeln oder überhaupt nochmal in der Vergangenheit zu wühlen. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre, wirklich mal nach vorne zu gehen, wirklich mal ganz zielorientiert dahin zu gehen, wo du eigentlich hin möchtest und auch mal wirklich in deinen Plan eintauchen kannst, den du mir mit hergebracht hast, den du bis eben wie so einen unsichtbaren Rucksack mit dir rumträgst und wo auch deine Mission drin verborgen ist. Das, warum du hier bist auf unserer wunderschönen Erde und du auch mal wirklich die Essenz deiner selbst leben möchtest, deine innere Ruhe finden möchtest, mal wirklich hier ganz bei dir ankommen möchtest. Ja? Und wie oft lassen wir uns da von Themen von gestern, von vorgestern, aus der Vergangenheit aufhalten. Und ich habe heute Morgen so ein Zitat von Voltaire gelesen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber ich sage dir gleich noch ein bisschen was dazu, wie es aus meiner Sicht, wie ich es interpretiere. Je öfter eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein von Klugheit. Was ist aus meiner Sicht damit gemeint oder was möchte ich dir damit mit auf den Weg geben? Du bist ja hier, weil du spürst, irgendwie muss es mehr in deinem Leben geben. Der Gruppentitel hatte ich ja angesprochen, entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf. Damit meine ich einfach auch wirklich dem Ruf der Seele zu folgen, also wirklich die Dinge zu machen, die dir entsprechen, die deinem Potenzial, deiner Einzigartigkeit, deinen wahren Gaben und Stärken entsprechen, die einfach die Quintessenz deiner selbst sind. So, das ist so der tiefe Wunsch, den du in dir trägst. Und dann agiert das Universum und schickt dir dann Menschen in dein Leben, die dort sind, wo du hin möchtest, zum Beispiel. Und du spürst, ja, da würde ich auch gerne hinkommen. So frei und selbstbestimmt würde ich auch gerne leben. Sei es irgendwo in den Bergen, sei es irgendwo am Meer, wo es überwiegend warm ist, wie ich das wollte für mich und für die Familie. Oder, ja, keine Ahnung, wo du einfach selbst es haben möchtest. Und dann sehen wir Menschen, die dort sind, wo wir hinwollen, die einem dann vielleicht auch anbieten, hey, ich kann dir helfen, ich kann dir das Navigationssystem mit auf den Weg geben, wie du jetzt von A nach B kommst, dann schreit das Herz, ja, mach das. Dann ruft die Seele, ja, genau, jetzt hat sie es verstanden. Jetzt geht es in die andere Richtung. Seele und Herz hüpfen schon vor Freude. Und dann sagt der Kopf, auf gar keinen Fall machen wir das. Kramt in den Schubladen von gestern, von vorgestern, von letztem Jahr, von vor 3 Jahren. Da habe ich schon mal was probiert, das hat nicht funktioniert. Da habe ich auch schon mal was probiert, das hat auch nicht funktioniert. Da habe ich schon mal ganz viel Geld investiert, auch das hat nicht funktioniert. Und das ist damit gemeint, wenn wir an diese Dinge aus der Vergangenheit dann anknüpfen und lassen den Kopf dann siegen, dass wir das jetzt nicht machen, auf gar keinen Fall. Dass wir mal noch ein bisschen drüber überlegen, noch ein bisschen drüber grübeln, dann
wird immer der Kopf gewinnen. Warum? Weil das Gewohnte ist. Weil das Gewohnte ist, was unser Kopf kennt. Das sind Dinge, die aus unserem Stammhirn, du hast bestimmt schon mal was von Großhirn, Kleinhirn, Stammhirn gehört. Ich möchte jetzt da nicht weiter in dieses Thema einsteigen, nur mal grob, um es dir nochmal zu verdeutlichen. In unserem sogenannten Stammhirn sind immer noch synaptische Verbindungen, die aus Zeiten kommen, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Wenn wir da auf die Jagd gingen, unser gewohntes Terrain verlassen haben, um uns und unsere Familie zu ernähren, da haben wir auch nicht nur in dem Sinne, im übertragenen Sinne auf heute, auf jetzt bezogen, unser gewohntes Terrain verlassen, sondern wir haben unsere Komfortzone verlassen. Und da konnte in der Tat um die Ecke der Säbelzahntiger hocken. Da war eine berechtigte Todesangst. Und das sind synaptische Verbindungen, die in unserem Gehirn bis heute noch aktiv sind. Warum es uns dann zunächst mal Angst macht, warum wir uns dann erstmal dagegen sträuben, weil instinktiv spüren Herz und Seele, ja, das ist jetzt der Weg, genau da geht's hin. Das würde ich jetzt gerne machen. Und dann sagt der Kopf, auf gar keinen Fall, weil. Und dann kommt noch etwas dazu, was wir noch über uns stellen, über unsere Entscheidung zu diesem Ding, was ich dir gleich sage, was damit gemeint ist. Wir haben zu nichts und niemandem ein unheilsameres Verhältnis wie zu diesem Thema, nämlich zum Thema Geld. Und wenn dein Kopf dir jetzt sagt, muss es immer um Geld gehen, muss ich immer alles um Geld drehen. Ja, es gibt Wichtigeres als Geld. Und ja, es darf sich auch mal ums Geld drehen, denn solange wir uns irgendeiner Energie verschließen, das heißt der Lebensenergie, geht es uns und unserem Körper nicht gut. Sei es der Geldenergie, die brauchen wir nun mal. Wir leben nun mal in einer materialistischen Welt. Und ein unendlich großes Wesen, das du, das wir alle in Wahrheit sind, wir sind alle Energiewesen, das braucht kein Geld. Aber der Körper, der der Tempel deiner Seele ist, für den brauchen wir Geld. Der will sich wohlfühlen. Der will angenehm gekleidet werden, der will gut ernährt werden, der will berührt werden und, und. Und dazu ist nun mal Geldenergie notwendig. Und solange wir dann dem Geld erlauben, weil wenn das Herz und die Seele rufen, ja, in die Richtung geht's jetzt, und es darum geht, in sich selbst dann zu investieren, um sich letzten Endes wirklich das Navigationssystem zu holen. Wie wenn ich mit dem Auto fahren möchte. Hallo liebe Anja, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist. Wie wenn ich ja, von München nach Hamburg fahre. Ist ganz klar, ich muss in mein Auto investieren, ich muss Benzin in den Motor machen, in den Tank vielmehr, nicht in den Motor, in den Tank. Damit ich von A nach B komme. Völlig außer Frage. Oder wenn ich mich mit dem Zug von München nach Hamburg fahren lasse, dann muss ich mir ein Zugticket kaufen. Das kostet Summe X. Völlig außer Frage. Aber wenn es darum geht, und wie oft sind wir schon mit dem Zug von A nach B gefahren, sind mit dem Auto von A nach B gefahren, da kommen wir ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ich investiere nie wieder, weil diese Zugfahrt, boah, die waren Keul, weil, keine Ahnung. Ich erinnere mich mal gerade, das war irgendwo in Norddeutschland, in der Travemündener Ecke da oben, ich weiß nicht, von Kiel nach Travemünde oder was, da ist unterwegs die Heizung ausgefallen, der Zug hatte unterwegs noch eine Panne. Dann sind wir noch versorgt worden mit heißem Tee, weil es war Winter, es war sehr, 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 sehr kalt für meine Verhältnisse. Für meine Gefühlswelt im Hinblick auf Temperatur. Da sage ich ja auch nicht, ich fahre nie wieder Zug, weil ich einmal diese Erfahrung gemacht habe.
Und so stehen wir uns dann letzten Endes selbst im Weg, wenn es darum geht, das volle Potenzial zu entdecken, die Einzigartigkeit zu entdecken, wirklich alle Gaben und Stärken, die in uns sind, zu entdecken, um ein wunderbares Ganzes entstehen zu lassen, um selbstbestimmt und frei zu leben, wie du das eigentlich möchtest. Und dann stellen wir die Geldenergie in dem Bereich über uns und erlauben uns nicht, unserem Herz und unserer Seele zu folgen. So, jetzt kommen wir mal nochmal weg von der Geldenergie. Das wollte ich jetzt nur mal so nebenbei bemerken. Wenn wir so spüren, in die Richtung geht der Weg, oder wenn du auch selbst die Idee hast, das und das würde ich gerne machen, oder du siehst so ansatzweise so den Weg vor dir und hast vielleicht auch Ideen, wie du da in dich investieren kannst, um das zu erreichen, weil das Universum dir vielleicht auch Ideen geschickt hat, Menschen geschickt hat, die dir dabei helfen können, dann sind wir so geprägt durch die Medien, auch durch unsere Erinnerungen in der Kinderstube, in der Schulzeit, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, nur darüber nachzudenken, was ist, wenn es ganz großartig wird. Sondern wir befürchten, es könnte schief gehen. Was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es das jetzt eine Fehlentscheidung ist? Woher kommt das mal nochmal als Reminder für dich? Vielleicht erinnerst du dich an dein erstes Diktat, das du in der Schule zurückbekommen hast. Oder an die erste Rechenaufgabe, an die erste Mathearbeit. Da hast du 19 Wörter richtig geschrieben und ein Wort war falsch. Und da sind wir ganz stolz nach vorne, als wir aufgerufen wurden, das Diktat zurückzubekommen. Waren ganz stolz und happy, wow, was wir jetzt da wohl zurückbekommen. Und da steht nirgendwo, hey, Anna, Anja, Julia, Ilonka. Ihr seid die Einzigen, die ich vom Namen hier sehe. Melanie. Hey, du hast 19 Wörter richtig geschrieben. Wie genial ist das denn? Ein Wort hast du falsch geschrieben, guckst dir an, schreibst nächstes Mal richtig, alles gut. Da steht nichts von den 19 Wörtern, die du richtig geschrieben hast, da steht nur ein Fehler. Ausrufezeichen, in großen Lettern. Genauso bei der Mathematikarbeit und, und. Und es geht jetzt nicht darum, dieses System zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern ich möchte dich damit mal dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, mal viel, viel mehr in die Richtung zu denken. Wenn ich jetzt mich wirklich auf den Weg meines Herzens begebe, um mein volles Potenzial zu leben, um meine Einzigartigkeit zu entdecken, um meine Gaben und meine Stärken zu fördern, um den wahren Sinn meines Daseins hier auf Mutter Erde zu erkennen, meine Mission, mal viel mehr darüber nachzudenken, was ist, wenn es ganz großartig wird. Und so mal in der Kommunikation mit dir selbst zu sein, also auch der Chef in deinem Kopf, die Chefin in deinem Kopf zu sein. Weil große Veränderungen im Leben und mit großen Veränderungen auch dahinter steckt ja letzten Endes auch eine Bewertung und eine Beurteilung. Mit großen Veränderungen meine ich jetzt einfach, dass du da rauskommst, wo du gerade bist und dich nicht rundum wohlfühlst. Vielleicht schickt deine Seele dir auch schon über den Körper körperliche Disharmonien, wie meine Seele das früher auch gemacht hat. Da könnte ich jetzt so eine halbe Stunde gefühlt aufzählen, auf welche Art und Weise mir meine Seele über den Körper Disharmonien, man könnte es auch Krankheitssymptome nennen, ich nenne es lieber Disharmonien, geschickt hat, um mich darauf aufmerksam zu machen, hey, jetzt begib dich doch endlich mal auf den Weg dahin. Und wie wäre der Gedanke, sich dem zu öffnen, dass im universellen Feld auch für dich
ganz, ganz großartige Dinge, viel, viel großartigere Dinge, viel, viel mehr Möglichkeiten schon bereit sind, bereitgestellt sind, wie viele Türen da schon spaltweit für dich geöffnet sind, wenn du dir erlaubst, dich wirklich dafür zu entscheiden. Weil das ist das Ding, wir haben einen freien Willen. Wir können jederzeit frei entscheiden und wir können jederzeit neu wählen. Wir glauben nur, wir sind gefangen in dem und dem Schemata. Ich habe früher, ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, 30 Jahre, die erste Zeit total stolz auf diese Stelle gewesen. Nur mit zunehmenden Jahren fühlte ich mich da einfach fehl am Platz, fühlte mich gefangen wie in einem goldenen Käfig im Hamsterrad und habe mir viele, viele Jahre die Geschichte erzählt. Ja, ist halt so, geht halt nicht anders. Habe mich damit getröstet, du verdienst doch eigentlich ganz gutes Geld. Bist in so einer hohen Gehaltsstufe für deine Verhältnisse. Sei doch mal zufrieden. Da draußen gibt es viel mehr Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Die wären stolz, wenn sie deine Stelle hätten und, und. Diese Geschichte habe ich mir viele, viele Jahre erzählt und geglaubt, das muss halt so sein. Aber Wahrheit, hat morgens jemand in der Küche bei mir gestanden, hat mir die Pistole an den Kopf gehalten, hat gesagt, du gehst jetzt dahin. Nein. Ich habe mir die Geschichte erzählt, es ist halt nichts anderes möglich. Ich muss mich damit halt zufrieden geben. Das Leben ist halt so. Und dennoch war tief in mir diese Stimme, hey, irgendwie muss es noch mehr geben. Und habe andere da draußen beobachtet und gedacht, wow, wie schön wäre das, ich in erster Linie, ich spreche jetzt von mir, finde du in dir, wie würdest du gerne leben, wenn alles für dich möglich wäre und es ist alles für dich möglich. Warum gebe ich diesen Zusatz dir mit auf den Weg, damit du dich überhaupt mal dem Gedanken öffnest, was, wenn alles möglich wäre, weil oftmals sind so viele Schleier und Prägungen über uns gestülpt, die sogar schon verhindern. Es war bei mir auch so, wirklich mal unsere Träume noch mal auszupacken. Wir sind so sehr dazu geneigt, uns mit dem zufrieden zu geben, was da ist. Und das heißt jetzt nicht, dass man undankbar sein sollte für das, was man hat. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dankbar zu sein für das, was man hat. Und wir dürfen auch zufrieden sein mit dem, was wir haben. Aber das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben müssen. Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Wie wäre es, wenn du dich heute wirklich diesen wundersamen Möglichkeiten, die im Feld auch für dich vorbereitet sind, nach der deine Seele, dein Herz sich so sehr sehnen, wirklich mal öffnen würdest? Und mal auch ins Brainstorming mit dir selbst gehen würdest, wenn alles für mich möglich wäre. Wie würde ich leben? Wo würde ich leben? Was würde ich tagsüber machen? Wie würde ich mich kleiden? Wo würde ich mich aufhalten? Mit welchen Menschen würde ich mich umgeben? Was ist der Beitrag, den ich der Welt hier hinterlassen möchte? Im ökologischen Bereich, im technischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich, anderen Menschen zu helfen. Gerade wir Frauen, ich spreche jetzt mal in erster Linie hier, was heißt nicht in erster Linie, aber ich spreche mal die Frauen an. Wir haben doch alle so ein Helfersyndrom-Gen in uns und glauben da sogar noch, damit können wir auf gar keinen Fall Geld verdienen. Weil das ist ja nichts Besonderes, ja, dass ich das oder das mache, ja, dass Menschen im Umfeld mich um Rat fragen in dem und dem Bereich, ja, das ist ja nichts Besonderes, ist ja normal. Schau mal, wie viele Menschen gibt es da draußen, wenn du eine Auflistung mal machen würdest, was dich einzigartig und besonders macht, mit deinen besonderen Gaben und Stärken. Wie viele Menschen gibt es da draußen, für die das nicht selbstverständlich ist? Dinge, die du schon wunderbar gemeistert hast, Dinge, wo du schon die Meisterschaft in deinem Leben für dich erreicht hast und hast vielleicht bis eben noch gar nicht gemerkt, was für andere gar nicht selbstverständlich ist, aber für dich ist es selbstverständlich. Und wie sehr könntest du in der Richtung anderen Menschen ein Beitrag sein?
Und zwar ein viel, viel größerer Beitrag noch, wenn du dir auch erlaubst, dafür einen energetischen Ausgleich zu empfangen. Und dich von der Geschichte löst, die du dir bis eben selbst erzählst, damit kann man kein Geld verdienen. Und wie wäre es, wenn du heute mal die Entscheidung triffst, mit deinem freien Willen, die Chefin, der Chef in deinem Kopf zu sein und aufzuhören, das Umfeld zu fragen, Menschen um Rat im Umfeld zu fragen, den Mann, den Partner, den Freund, die Freundin. Warum ist das mit das Schlechteste, was wir machen können? Die haben alle wunderbar gut gemeinte Ratschläge für uns. Nur letzten Endes, das Umfeld ist ja zum großen Teil auch dort, wo du bist. Deshalb, heißer Tipp nebenbei, nimm Ratschläge und Tipps und Impulse von den Menschen an, die dort sind, wo du hin möchtest, weil nur die können dir wirklich auch den Weg zeigen. Und wenn der Kopf dann rebelliert, dann sag ihm einfach, es geht nicht darum, den Kopf auszuschalten, es geht auch nicht darum, Verstand auszuschalten, es geht auch nicht darum, Gedanken abzuschalten, das geht sowieso nicht. Wir sind ein ständiger. Kannst du dir das so vorstellen, wie so ein Radiosender, der ständig empfängt und auch ständig sendet? Das können wir nicht abschalten. Aber du darfst der Chef in deinem Kopf sein. Und du darfst dir vielmehr die Frage stellen, wenn du Ideen hast und der Kopf will es dir ausreden, weil das Stammhirn so aktiv ist, verständlicherweise, weil sowohl dein Herz, deine Seele als auch dein Kopf, die mögen dich. Die wollen immer nur das Allerbeste für dich. Nur letzten Endes, die Seele ist viel, viel älter als unser Kopf und unser Körper. Und unser Herz ist auch viel, viel älter als unser Körper und unser Kopf. Das Herz hat schon geschlagen, da war von unserem Ego, von unserem Verstand noch nichts da. Das Ego, der Verstand hat sich erst entwickelt, als wir ausgecheckt sind aus dem Bauch von der Mama und ein eigenes Ich-Bewusstsein im Laufe der ersten Monate entwickelt haben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns im Umfeld umgeschaut, wie machen die das? Und da sind ja auch viele Dinge dabei, die wunderbar sind. Zum Beispiel aufrecht zu gehen. Wunderbare Eigenschaft, die wir haben. Dass wir nicht mit der Hand auf eine heiße Herdplatte fassen. Wunderbare Dinge, die wir gelernt haben. Dass gewisse Ängste da sind, wenn ich irgendwo an der Klippe stehe, wo kein Geländer ist und das geht 30 Meter tief, dass ich da nicht noch einen Schritt weiter gehe, sondern dass ich da eine natürliche Angst habe, die mich zurückhält und mich bis zu einem gewissen Punkt nicht weitergehen lässt. Nur viele Dinge sind einfach dabei, die jetzt auch im Leben die Schranke zuhalten, wo du selbst die Schranke zuhältst, ich gehe da nicht weiter. Und dir welche Geschichten auch immer erzählst. Wie wäre es, wenn du die ab heute umdrehst und die Entscheidung triffst, ab heute entdecke und lebe ich mein volles Potenzial? Und wenn der Kopf rebelliert und sagt, das geht doch nicht, weil, stell Gegenfragen. Was, wenn es doch möglich wäre? Wie wäre es, wenn du allein diese Kommunikation mal umswitchen würdest? Ab heute darf ich dich dazu einladen. Und wenn der Kopf rebelliert und dir irgendwas auch immer erzählen will, einfach mal atmen, einfach mal tief ein- und ausatmen, entspannen mit jedem Ausatmen und zu wissen, dich auch dem Gedanken zu öffnen, dass das Leben immer an deiner Seite ist, wohlwollend, dass das Universum immer wohlwollend an deiner Seite ist und dir Botschaften schickt, hey, geh in die Richtung weiter. Dein inneres Wesen schickt dir Botschaften. Erlaub dir, dazu würde ich dich einladen, diesen Botschaften auch zu vertrauen und zu wissen, dass Veränderung
rundum gut ist und auch sein kann und dass etwas ganz, ganz Großartiges, etwas viel, viel Großartigeres vielleicht auch noch auf dem Weg zu dir ist. Als ich vor einigen Jahren mein ideales Leben mal auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat, das hat mein Kopf rebelliert. Morgens aufwachen, irgendwo wo es warm ist, dann erstmal an den Strand fahren, einen schönen Spaziergang mit meinem Schatz machen. Die Kinder sind auch alle irgendwo in diesem freien Leben integriert. Und, so ein ganzer Tagesablauf. Was hat mein Kopf rebelliert und gesagt, was schreibst du hier für einen Mist auf? Wie sollte das funktionieren? Du wirst doch nie und niemals deine Stelle im öffentlichen Dienst aufgeben. Zum Beispiel. Und dann war es irgendwann soweit und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Nur irgendwann hatte ich mal geräumt und habe dieses damals Transformationsbuch, mein Transformationsbuch, es war so ein gelbes, dickes, leeres Buch, mein neues Transformationsbuch, so habe ich das genannt. Und habe das nochmal gelesen und habe gedacht, wow, bin ja jetzt in dem Leben und habe es noch gar nicht gemerkt. Warum? Weil es schon normal ist. Es ist normal, hier morgens aufzuwachen, an den Strand zu fahren, ins Wasser zu hüpfen, die Sonne zu genießen, Palmen zu sehen. Und wenn wir keine Lust hier haben auf Zypern, auch jetzt zu sagen, okay, buchen wir morgen einen Flug, machen noch so einen seltsamen Test, okay, gehört jetzt auch dazu. Und dann setzen wir uns in den Flieger und fliegen von A nach B. Und schau mal, wenn dein Kopf jetzt wieder rebelliert, ja, die hat gut reden. Die hat gut reden. Genauso habe ich einige Jahre vom Bildschirm gehockt und anderen gelauscht und gedacht, wow, die hat gut reden, wäre ich doch erstmal dort. Aber wie bin ich da hingekommen? Indem ich die Schranke aufgemacht habe, gegangen bin, neu gewählt habe, aufgehört habe, meinem Kopf die Herrschaft zu geben, sondern mir selbst die Herrschaft hier in meinem Kopf zu geben. Und schau mal, jeder von uns ist doch auf die gleiche Art und Weise hier auf unsere wunderschöne Mutter Erde gekommen. Jeder von uns hat mal irgendwann aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Kaiserlich oder auf dem anderen Weg, wie auch immer. Also mir ist noch keiner begegnet, der auf dem anderen Weg hierher gekommen ist. Und es gibt so gewisse Naturgesetze. Ich glaube, da muss ich auch mal wieder einen Sonntag live drüber machen, Naturgesetze. Eines davon ist das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Und diesen Naturgesetzen unterliegt jeder von uns. Niemand von uns kann diese Naturgesetze außer Kraft setzen. Niemand. Niemand kann das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft setzen. Niemand kann das Gesetz der Anziehung außer Kraft setzen. Und das, was wir aussenden, das finden wir früher oder später als Lebenswirklichkeit in unserem Leben. Das heißt, das, was du bis eben in deinem Leben findest, auf eine bewusste, unterbewusste oder unbewusste, für mich gibt es da so drei Stufen, im Unbewussten, das sind natürlich so diese sogenannten blinden Flecken, an die man selbst nicht rankommt, weil sie sind ja unbewusst. Alles, was uns bewusst ist, und ans Unterbewusstsein kommen wir, wenn man sich so ein bisschen selbst mal mit den Themen beschäftigt, noch relativ gut dran. Aber an das Unbewusste, da braucht es einfach Unterstützung von außen, von Menschen, die dort sind, wo man hin will, die einen da an Hand nehmen, die den Weg dahin zeigen. Und wie sehr hast auch du dich, wenn du dich erinnerst, oder vielleicht hast du kleine Kinder oder Enkelkinder, wie sehr hast auch du dich als Kind und wie sehr lassen sich Kinder einfach von ihrer Intuition in den Tag leiten? Wie sehr bist auch du morgens aufgewacht um 5, 6 Uhr zum Leidwesen von den Eltern, die noch gerne geschlafen hätten? Wow, was für Geschenke hält das Universum heute für mich bereit? Was kann ich heute alles erleben? Welche Überraschungen gibt es heute? Was kann ich heute alles erschaffen und kreieren? Und wie wäre es, wenn du auch da dir erlaubst, mal wieder viel mehr
dich von deiner Intuition leiten zu lassen. Damit möchte ich nicht sagen, wenn du jetzt im Beruf, in einem Job bist, auch wenn er dir keine Freude macht, morgen nicht dahin zu gehen, weil das ist nun mal noch etwas, was dir monatlich ein gewisses Salär einbringt. Das heißt aber nicht, dass das die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch so sein muss, dass du dir die Geschichte erzählst, wenn ich in Rente gehe, dann fängt mein Leben an. Dann folge ich dem Ruf meiner Seele. Findet das Leben nicht jetzt statt? Und diese besondere Zeitqualität, die wir gerade da draußen haben, seit einem anderthalben Jahr, gibt es da nicht auch genug Botschaften und Hinweise für dich, wo das Leben zu dir spricht und sagt, hey, schau mal, die Dinge, wo du bis eben noch geglaubt hast, das ist sicher. Lausch mal in dich, die einzige Sicherheit, die du im Leben haben kannst, ist du selbst, die findest du in dir. Wie wäre es, wenn du so wieder den Kontakt zu dir selbst aufnimmst, deiner Intuition folgst und auch sagst, hey, liebes Universum, schick mir weitere Botschaften, ich lausche auf sie und folge denen auch, um dann zu wissen, wenn es unangenehm wird, wo die größte Angst ist, wie man so schön sagt, dass da auch gleichzeitig dein größtes Wachstumpotenzial liegt, deine größte Chance verborgen ist. Wenn du die Angst liebevoll in den Arm nimmst und sagst, hey, ich verstehe dich, aber ich lasse mich jetzt nicht weiter von dir abhalten. Ich folge jetzt den Impulsen meines Herzens und meiner Seele. Ich folge jetzt der Liebe. Es gibt immer zwei Gründe, warum wir handeln, aus Angst oder aus der Liebe heraus. Liebe kann niemals verletzen. Liebe kann auch niemals betrügen. Dein Herz kann dich niemals betrügen. Da steckt im Übrigen auch, das ist wissenschaftlich erwiesen, nur ich bin kein Zahlenmensch, von daher kann ich keine Zahlen, Daten, Fakten in der Richtung von mir geben. Das ist einfach nicht meine Welt. In deinem Herzen steckt eine viel größere Weisheit und Intelligenz, als du das vielleicht bis eben geglaubt hast. Und als dein Denker, dein Verstand das jemals fassen kann. Und egal, was bis eben in deinem Leben war, egal, wie sehr das all dir schon was geschickt hat an Botschaften in Form von Schicksal, und egal, wie viel du schon ausprobiert hast, dein Potenzial zu entdecken, dem Ruf deiner Seele zu folgen, in dich investiert hast, Aufstellungen gemacht hast, versucht hast, Glaubenssätze zu ändern, zu überschreiben oder mit welchen Techniken aus irgendwelchen Kulturen, was auch immer, oder Pendel oder Karten oder keine Ahnung, was auch immer, du schon versucht hast. Darf ich dich dazu einladen, dir ab heute die Geschichte zu erzählen, was bis gestern war, ist vorbei, heute starte ich in mein Leben, in das Leben, so wie ich, mein Herz und meine Seele das wirklich möchten und lauschen diesen Impulsen auch. Schau mal, noch als Kinder, noch ein Beispiel zu deiner Rückenstärkung. Würden wir als Kinder oder denken Kinder darüber nach, wenn sie mal einen Turm gebaut haben oder versucht haben zu bauen und er ist nicht so geworden, wie man das wollte. Ich baue nie wieder einen Turm. Oder wenn ich mal in einem Restaurant war, kennst du bestimmt auch, hat nicht so geschmeckt, wie du es dir vorgestellt hast. Gehen wir deshalb nicht mehr ins Restaurant? Oder als Kinder haben wir deshalb es nicht wieder versucht, einen Turm zu bauen? Nein. Warum? Weil das überhaupt nicht in unserem Hirn drin war, so zu denken. Nur wenn es mit der Verknüpfung, mit diesem unheilsamen Thema,
wo wir so ein unheilsames Verhältnis haben, dass es darum geht, in sich selbst zu investieren, da lassen wir Schranke zu. Auf gar keinen Fall jetzt. Und um da dir so ein bisschen Rückenstärkung zu geben, jetzt wirklich heute, wenn du möchtest, die Entscheidung zu treffen, dein volles Potenzial zu entdecken. Und dazu gehört diese, was ich vorhin schon gesagt habe, schreib mal auf, was hast du in deinem Leben schon alles gemeistert? Was ist so selbstverständlich für dich? Wo fragen andere Menschen dich immer um Rat? Wo gibst du anderen Menschen Rat? Oder was liegt dir so sehr am Herzen? Was möchtest du der Welt da draußen gerne geben? Sei es, dass du irgendwelche Projekte unterstützen oder vielleicht ins Leben rufen möchtest. Oder keine Ahnung, was auch immer. Es gibt dich nur ein einziges Mal hier auf dieser Welt. Selbst wenn du einen eineiigen Zwilling hast, gibt es dich dennoch nur ein einziges Mal hier. Und was dir dabei helfen kann als Rückenstärkung, frag dich mal, was war in meinem bisherigen Leben der größte Wandel und was war der Auslöser? Was war in deinem bisherigen Leben der größte Wandel und was war der größte Auslöser? Weil Wahrheit, egal wie viel du schon an Aufstellungen, an Kursen, an Büchern, an Seminaren, an was auch immer schon gemacht hast, Wahrheit, hat dich nicht alles ein Stück weitergebracht? Bist du nicht mit allem ein Stück gewachsen in eine andere Richtung? Auch wenn du jetzt noch nicht dort bist, wo du wirklich hin möchtest und so lebst, wie du wirklich leben möchtest, aber Wahrheit, das bisherige, deshalb ist diese Frage so gut, was war in meinem bisherigen Leben der größte Wandel und was war der Auslöser? Oder eine andere Frage noch, wenn du einem kleinen Kind oder deinem kleinen Kind, egal wie alt wir sind, ob wir 40, 50 oder 60 sind, jeder von uns hat so dieses kleine innere Kind, das nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung lechzt. Warum? Weil wir in der Kinderstube alle nicht satt geworden sind und eine Art von bedingungsloser Liebe nie erlebt haben. Liebe war immer irgendwo an Bedingungen geknüpft. Wenn du brav bist, wenn wir uns so und so verhalten haben, dann haben wir mehr Aufmerksamkeit und Liebe bekommen. Wenn du deinem kleinen inneren Kind einen Rat heute geben könntest, für den Rest deines Lebens, welcher wäre das? Was würdest du deinem kleinen inneren Kind oder überhaupt einem Kind, einem kleinen Kind sagen? Einen Ratschlag geben. Ich mag das Wort Ratschlag eigentlich nicht so, das ist so. Schlag. Einen Tipp, den wertvollsten Tipp überhaupt, den du ihm geben kannst, für den Rest des Lebens, was wäre es? Welchen Tipp würdest du dir selbst geben? Oder eine weitere Frage. Stell dir mal vor, um auch mal noch das liebe Thema Geld da mit zu integrieren, was ja auch nichts anderes als eine Form von Energie ist. Wo wir aber auf die Idee kommen, ich hätte ja gern ein bisschen mehr, aber bitte nicht zu viel bei mir abladen. Bei allen anderen Energien, sei es Energien, die sich irgendwo in unserem Energiefeld einnisten, die uns noch kleiner halten, fremde Energien, um es mal so zu beschreiben, oder die Energie des Sauerstoffs, die Luft zum Atmen. Da kommen wir auch nicht auf die Idee, wenn ich jetzt mal tief ein- und ausatme, nehme ich jemand anderem was weg. Oder ich brauche nicht so viel Energie, brauche nicht so viel Sauerstoff. Nee, wenn wir auf die Idee kommen, mal tief ein- und auszuatmen, wenn wir spüren, das tut gut, kommen wir gar nicht auf die Idee, dass anschließend dann weniger da ist. Nur beim Fokus auf die Geldenergie haben wir die interessante Ansicht, wenn ich heute 1000 Euro zum Beispiel irgendwo hinfließen lasse, habe ich die morgen weniger.
Wenn ich heute 1000 Liter Sauerstoff einatme, ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, ich nenne das jetzt nur mal, komme ich ja auch nicht auf die Idee, dass ich dann morgen keine 1000 Liter mehr Sauerstoff zur Verfügung habe, weil diese Prägung, diese synaptische Verbindung ist nicht da. Nur das Geld ist, die Geldenergie ist wie alles eine Form von Energie, die ist da. Weil wer druckt letzten Endes das Geld? Die Menschen. Ja, es gibt eine Institution, wo es gedruckt wird, also bitte nicht zu Hause drucken, macht keinen Sinn. Aber was ich damit transportieren will, ist, es ist genügend Geld da für jeden. Nur jeder darf entscheiden, wie viel lasse ich auch in mein Leben fließen, wie viel erlaube ich mir zu empfangen. Das Geld ist einfach wie ein Hammer, der ist auch einfach. Mit dem Hammer kann ich einen Nagel in die Wand hauen, wunderbares Gemälde aufhängen oder ich kann mit einem Nagel jemanden verletzen, mit einem Hammer. So ist das mit der Geldenergie auch. Die ist da, die möchte auch zu dir fließen. Und was dir da auch helfen kann, um deinem Potenzial näher zu kommen, darf ich dich dazu einladen, dir mal vorzustellen, wenn du jeden Monat 10.000 Euro frei zur Verfügung hättest, was würdest du dann machen? Da kommt vielleicht jetzt als erster Impuls, boah, da würde ich erstmal 3 Wochen auf der Hängematte liegen und gar nichts machen. Kann ich verstehen, weil vielleicht der Energielevel Stand heute so tief ist, dass du einfach mal 3 Wochen brauchst, um mal gar nichts zu machen. Nur Wahrheit danach. Du gehörst zu den Menschen, die sehr wahrnehmen, die es vielseitig interessiert, die sensibel sind, die etwas bewegen wollen, die ganz viel Potenzial in sich tragen, die ganz viele Talente und Fähigkeiten haben. Warum sage ich das so vehement? Sonst hätte ich dich nicht hier in unsere Community gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach dem Gesetz der Anziehung. Und deshalb gehörst du nicht zu den Menschen, zu der Masse der Menschen, die sich damit zufrieden geben, so einen 9-to-5-Job von Sonntag, von Wochenende zu leben, von Urlaub zu leben. Und einfach gar nichts machen wollen. Du willst dein Potenzial leben. Du willst deine Fähigkeiten entdecken. Und von dir darf auch nichts auf der Strecke bleiben. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die andere bewundern. Die haben so das eine Ding, die schreiben ein Buch und das geht durch die Decke. Die haben damit Erfolg. Die machen so ein Ding und damit haben sie Erfolg. Das, was dich auszeichnet, ist, dass du ganz viele Talente und Fähigkeiten hast. Interessen, Potenzial, Gaben, Stärken, Einzigartigkeit. Das Ding ist nur, es gibt herauszufinden, was ist das eine ganz Besondere in dir verborgen, was dich ausmacht und alle anderen Talente, Fähigkeiten, Interessen, Begabungen, Stärken, das, was du da schon angeeignet hast, dann auch im Laufe deines Lebens zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht. Weil länger als 3, 4 Wochen Hängematte würden dich nervös machen, wird gar nicht für dich gehen. Du willst was erschaffen, du willst was kreieren, du willst was erreichen. In der kindlichen Sprache ausgedrückt, du willst Abenteuer, du willst das Abenteuer des Lebens leben. Sonst wird es dir langweilig. Und Wahrheit, wenn es uns langweilig ist, produzieren wir uns Probleme, damit wir was zu tun haben, die Probleme zu lösen. So, und wenn du jetzt, stell dir mal vor, darf ich dich dazu mal einladen, wenn du jeden Monat 10.000 Euro zur Verfügung hättest, was würdest du dann machen nach der Hängematte? Was kommt da? Oder vielleicht noch eine weitere Frage. Melanie schreibt, oh, das Erlauben zu empfangen ist so wundervoll. Ja, und es ist eine Wahl, es ist wirklich eine Wahl. Es ist nichts anderes, als eine Wahl zu treffen, als neu zu wählen. Und du hast einen freien Willen. Jeder von uns hat einen freien Willen. Theoretisch könntest auch du morgen zum nächstgelegenen Flughafen fahren, auf die Anzeigetafel schauen, was spricht mich gerade an, dir ein Ticket buchen.
und losfliegen. Damit du in den Flieger zurzeit reinkommst, ja, noch irgendwie so einen Test machen. Wie du auch einen Reisepass brauchst, brauchst du halt einen Test im Moment, um in den Flieger einzusteigen. Ob es Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, egal. Aber brauchen wir halt. Die Frage ist, was willst du? Janina, ich in mich und mein Business investieren zunächst mal, ja. Vertraue dir selbst und mach es einfach. Das Leben meint es immer gut mit dir, ganz genau. Und jetzt stell dir mal vor, du erhältst heute einen Brief von deinem 10 Jahren älteren Ich. Welchen Rat würde dir dein 10 Jahre älteres Ich geben für deine Zukunft? Welchen Rat würde dir dein 10 Jahre älteres Ich geben für deine Zukunft? Was kommt da in dein Bewusstsein? Lausch mal auf den ersten Impuls. Und bitte wisse, abschließend, öffne dich nochmal den Gedanken. Jeder von uns ist ein unendlich großes Wesen, das diesen physischen Körper hat. Das ist alles eine große Energie. Das wissen wir von Max Planck, Albert Einstein. Es gibt eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Und nach dem Gesetz der Anziehung, nach diesen Naturgesetzen, denen jeder von uns unterlegen ist. Niemand kann das außer Kraft setzen. Weder ich noch du noch sonst jemand. Egal welcher Doktor, Doktor, Doktor und keine Ahnung. Das ist auch etwas, wo wir uns die Geschichte erzählen, was ich so oft höre. Ich muss jetzt erst noch meine Coaching-Ausbildung machen. Mach jetzt erst noch die Ausbildung. Mach jetzt erst noch das. Wir sprechen ja hier von einem Herzensbusiness. Das heißt nicht unbedingt, dass du damit dann wirklich auch selbstständig sein musst, Unternehmerin sein musst. Das kann auch deine Aufgabe sein, in einem Unternehmen oder in einer Organisation deinen Platz einzunehmen. Ein Herzensbusiness ist nicht unbedingt damit verknüpft, tatsächlich selbstständig. Ich mag das Wort nicht so sehr selbstständig, weil da steckt so dieses Wort drin, wo wir die interessante Verknüpfung haben, selbst und ständig, sondern ich mag das Wort Unternehmerin oder Unternehmerliebe, etwas zu unternehmen. Was wollte ich jetzt damit sagen? Universum, waren jetzt so viele Gedanken auf einmal da, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Janina schreibt noch zu immer das, was dich an dein Ziel bringt und richte den Fokus auf das Jetzt. Genau, das ist das Stichwort. Bei den Naturgesetzen waren wir. Danke, Janina. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Allem. Allem, was wir Aufmerksamkeiten schenken, bekommt Energie und wächst. Und solange wir Dinge im Außen Aufmerksamkeit schenken, also die unseren Fokus darauf haben, auf die Dinge, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, was bestellen wir damit? Was liefert das Universum mehr davon? Und dann wundern wir uns, warum wir aus dieser Spirale nicht rauskommen. Es geht darum, dass du in erster Linie die Aufmerksamkeit, deinen Fokus darauf richtest, wie willst du es selbst haben? Was liefert das Universum dir dann? Mehr davon. Und wenn du ab heute deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus darauf richtest, auf dein Potenzial zu entdecken, auf deine Einzigartigkeit zu entdecken, auf deine Gaben und deine Stärken, auf die Fülle, die auch dich umgibt, völlig auch unabhängig noch vom Bankkonto. Auf deine Intuition von deinem unendlich großen, wahren Wesen. Was wird dir dann mehr geliefert? Mehr davon, mehr von den Dingen, die du wirklich haben möchtest. Das Ding ist nur, und das immer so bei einer Art von Veränderungsschmerz, Wachstumsschmerz, weil wenn du dich in dein neues Leben hinein entwickelst, hinein entspannst, dann wird es einfach auch schon mal ein bisschen unbequem, weil neue Dinge auf dich zukommen. Du verlässt diese Box hier.
oder den Kreis der Komfortzone. Du betrittst Neuland. Und da rebelliert das Stammhirn und sagt, jetzt bleib doch mal in Sicherheit. Nee, 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 nee. Aber Wahrheit, kann um die Ecke ein Säbelzahntiger heute noch hocken? Oder laufen Krokodile auf der Straße frei rum? Eher nicht. Mit anderen Worten, wisse, es gibt keine Todesgefahr oder Lebensgefahr für dich. Es sind so viele Möglichkeiten im universellen Feld für dich da. Hier gibt es nach oben keine Grenzen. Diese Grenzen, wo wir sagen, jetzt ist doch mal gut, jetzt gib dich doch mal mit dem zufrieden und. Die Natur wird nie auf die Idee kommen. Ein Baum wird nie auf die Idee kommen, jetzt ist meine Krone so groß und prächtig, jetzt höre ich auf zu wachsen. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Das ist das Leben, es ist immer Weiterentwicklung. Und wie wär's im Hinblick auf Dankbarkeit? Vielleicht hast du ja schon ein Dankbarkeitsbuch, das du schreibst. Wenn nicht, Einladung auch dazu, jeden Tag ein paar Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Und dann, damit ist es natürlich nicht getan, nur morgens für Dinge dankbar zu sein, sondern auch den ganzen Tag über dich davon leiten und führen zu lassen. Das ist auch der Grund, wenn du vielleicht schon ein Dankbarkeitsbuch führst oder auch mit einer Zielcollage arbeitest oder schon mal dein ideales Leben aufgeschrieben hast. Wenn du nicht konstant stabil auch den Fokus in die Richtung hast und in erster Linie dir tagsüber Gedanken darüber machst, wo du hin möchtest, das ist das größte Handicap, warum die meisten Menschen scheitern. Weil das Denken, ich glaube, das stammt auch von Albert Einstein, daran scheitern einfach die meisten. Ja, es ist anstrengend zunächst mal, bewusst die Chefin im Kopf zu sein und das zu denken, den Fokus darauf zu richten, wo es hingeht, ohne Ablenkungen. Aber es ist wie ein Training. Wenn wir wollen die Meisterschaft im Tennis oder in irgendeinem anderen Sport erzielen, da wissen wir auch, wir dürfen trainieren. Und wie wäre es, wenn ich dich dazu einladen darf, mal noch einen neuen Dankbarkeitssatz mit aufzunehmen? Ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass Perfektion, Größe und Schönheit durch mich zum Ausdruck kommen. Wie wäre es, wenn ich dir diesen Satz heute mit auf den Weg geben dürfte? Ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass Perfektion, Größe und Schönheit durch mich zum Ausdruck kommen, weil du bist perfekt. Alles, was dich bis eben glauben lässt, dass irgendwas nicht perfekt an dir ist, sind alles interessante Ansichten. Wie wäre es, wenn alles eine interessante Ansicht wäre? Du hast eine unendliche Größe in dir. Fällt mir so ein schöner Satz ein. Wenn du bis eben noch glaubst, dass du zu klein bist, irgendwas zu erreichen, dann versuch mal, mit so einer kleinen Moskito, so zzzz, die nachts in deinem Schlafzimmer fliegt, zu schlafen. Wie viel mehr an Potenzial ist in dir? Und die Schönheit, die in dir verborgen ist. Wie wäre es, wenn du ab heute aufhörst, dich zu verurteilen und so Perfektion, Größe und Schönheit durch dich zum Ausdruck kommen? Ab heute jeden Tag mehr und mehr. Den Satz schreibe ich mir jetzt auf, der macht gerade richtig was mit mir, Janina, danke. Und die Anna ist auch mit dabei. Hallo, liebe Anna. Schön, dich auch mal wieder hier zu sehen. Melanie, es ist schon interessant, mit wie vielen unbewussten Glaubenssätzen wir uns selbst begrenzen. Ja, genau. Und was sind Glaubenssätze? Sätze, die wir glauben. Was willst du ab heute glauben? Was wäre es, wenn du das alles mal in Frage stellst und auch aufhörst, Glaubenssätze aufzuspüren? Da muss ich noch was machen, da muss ich noch was machen. Sondern einfach mal den Fokus in die Richtung richtest. Dahin, wo du wirklich hin möchtest. Was würde das alles verändern?
Wie heißt das so schön? Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Okay. So, ihr Lieben. Und wenn dein Kopf dir jetzt nur sagt, ja, bei mir ist das anders, alles gut und schön, was du mir jetzt die letzte Stunde hier erzählt hast, hab trotzdem noch irgendwie einen Knoten im Kopf oder dies oder jenes fehlt mir noch. Falls du schon öfter dabei warst, dann hörst du das heute zum x-ten Mal. Falls du zum ersten Mal dabei bist, dann hörst du es heute zum ersten Mal. Da gibt es so ein Formular mit der Überschrift, was fehlt dir wirklich, um deinen Seelenplan zu leben? Trag dich da ein. Mach ein paar Kreuze, die da gefragt sind. Und lass uns reden. Direkt mit mir persönlich oder mit jemandem aus meinem wunderbaren Team. Und ja, wisse, alles, alles, alles ist auch für dich möglich. Alles, was du dir vorstellen, was du dir erträumen kannst. Und schau mal, noch was abschließend, ganz, ganz Wichtiges. Was du im Außen siehst, was in dir auf Resonanz stößt, sei es, dass du mich eine Weile beobachtest und denkst, ja, so frei leben möchte ich auch gerne, oder andere beobachtest, egal wen du da draußen beobachtest, wo du denkst, das würde ich auch gerne. Du kannst, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, in anderen nur die Dinge sehen, die auch in dir angelegt sind. Gesetz der Resonanz, eines der Naturgesetze, sonst könntest du es gar nicht sehen. Du kannst in anderen, schau mal, was ist das für eine Rückenstärkung, nimm das mit all deinen Zellen mal auf. Du kannst in anderen nur das sehen, was auch in dir angelegt ist. All das ist in dir auch drin, sonst würde es nicht auf Resonanz stoßen. Und wenn es in dir drin ist, ist es dein freier Wille, das ab heute auszupacken. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag. Genieße dich, genieße dein Leben, genieße deine Einzigartigkeit. Danke für dein Sein, danke für dein Dabeisein, für die Zeit, die du mit mir heute verbracht hast. Und was ist jetzt sonst noch möglich? Da gibt es so ein Formular. Bis dahin. Ciao, ciao.